Apropos Wahl noch einmal. Was wirklich auch erschreckend ist, ist ja die Wahlbeteiligung. Die ist wahnsinnig tief. Ist sie ja gesehen, auch letzte Woche. Und das ist extrem schade. Karpi, bist du gewählt? Natürlich. Dürfen wir fragen jetzt gerade vor der Kamera, was du gewählt hast? Ja, ich habe linkskommunistisch schwul vegan gewählt. Wie alle beim SRF. Aber was liegt das? Wieso wird nicht gewählt? Könnte das daran liegen, dass wirklich die Schweiz, wir haben so eine Studie ergeben, das meiste Vertrauen in die Regierung hat? Ja, die denken wirklich, ah, die werden das schon machen, das kommt schon gut. Oder ist es echt, weil die Leute in der Schweiz gar nicht wissen, wie man wählt, dass sie gar nicht rauskommen, wie man das macht? Das sagt nämlich Nathalie Rickli. Dass die Leute gar nicht wissen, wie es geht. Viele haben gesagt, aber ich sehe deinen Namen ja gar nicht. Bei der Regierungsratswahl. Da sind überfordert, was die Listen betrifft. Also, das müssen wir sicher auch noch mal anschauen. Es ist nicht gut. Es ist auch schade. Ja, das ist mir schade, wenn wir den Namen von Frau Rickli nicht finden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Rickli, der Wähler die Schuld geben, das geht gar nicht. Denn in Polen, Ungarn, Österreich, Deutschland und Italien sind die Leute auch blöd und schaffen es gleich, rechts zu wählen. Ja? Das ist aber schon möglich. Oder! Also, wie müsste denn der Wahlzettel, Kapi, wie müsste der Wahlzettel denn aussehen von der Nathalie Rickli? Eventuell so. Das muss ganz sicher sehen. Aber vielleicht haben auch die Leute einfach das Wahlkuvert verhindert. Weißt du, in diesen ganzen Unterlagen, Wahlunterlagen, Prospekten, die bekommst du von all diesen Parteien, hat das alles irgendwie mal im Altpapier verschwunden. Hm? Und das ist wirklich dumm. Weil man müssen doch wählen, ist doch wichtig. Weil ohne Wahlen droht Diktatur. Liebe Kinder, Diktatur nicht cool, aber effektiv. Hm? Weil nein, Nordkoreaner zum Beispiel, die haben eine Wahlbeteiligung, das ist wahr, von 99,99%. Die in Nordkorea wissen ganz genau, wer sie wählen müssen. Es gibt ja nur einen Kandidat. Hm? Und wirklich, liebe Kinder, schaut, wenn ich das bildlich darstellen darf, das ist Diktatur. Schaut mal, das ist Diktatur. Diktatur, das ist so ein trockener Reiswaffeln, nordkoreanische Reiswaffeln. Ja? Das ist hart, das ist grusig, das ist schwer zum Schlucken. Bleibt dem so im Hals stecken. Genau, hat man krass daran zu beißen und am Schluss ist auf der Riesensauerei überhaupt. Das ist nicht schön. Demokratie, liebe Leute und Kinder, hingegen, schaut, das hingegen ist Demokratie. Oh. Ja, das ist es. Schau mal. Und es ist nicht nur ein Kuchen, ein Toter, sondern es ist auch ein passendes Kuchendiagramm, wenn man das vielleicht mal anschauen will. Schau mal. Da sieht man ganz genau, wie gewählt worden ist in der letzten Woche. Hm? Ich habe das hier noch aufnotiert. Schau mal, kann man da schauen. Wir haben hier unten die Parteien, das sind hier SVP, SP, FDP, der ganze Rest. Das sind immerhin. Kapi, wie viele sind das im Ganzen, die gewählt haben? Weißt du das? Aber das steht auf dem Zettel neben dir. Also gut, es ist, schau mal, es ist ungefähr. Es ist nicht so wahnsinnig viel. Darf ich mal schnell schauen, wie viel das ist? Steht nicht einmal. Also, das sind die, die wählen. He? Können wir jetzt ein Stückchen abschneiden und jemandem geben? Wer hat SVP gewählt hier drin? Ja, gut. Das wäre das. Dann haben wir hier, ganz interessant, schau mal, die Ausländer, die nicht wählen dürfen. Das sind die Grauen da unten. Boom. Keine Ausländer machen alles kaputt. Nein, das ist grausam. Das sind hier die Ausländer. Ja, das Teil. Und das Teil sind die, die nicht wählen dürfen. Das Schwarze. Also, das sind zum Beispiel Kind. Oh. Hey. So, wer ist für die Requisiten zuständig in diesem Verein? Der muss jetzt das Ausländerteil essen. Und zwar sofort. Nein, schau, das lassen wir alles drin. Das ist eben Fernsehen. Live und ungeschnitten. So funktioniert Fernsehen. So. Das ist das Stückchen. Ich kann dann auch jemanden haben. Und das ist der Rest, den niemand will. Das ist der Rest. Das ist krass, oder? Wer ist das? Ich meine, das sind alle die, die nicht wählen, die könnten, aber nicht gehen. Ich meine, was ist Food Waste? Demokratie Waste ist das, ja? Hashtag Demokratie Waste. Ja. Und weil das niemand will, können wir das jetzt gerade sofort einfach zu euch Leute rein. Oder! Ja, sorry, okay, gut. Lassen wir sie. Machen wir natürlich nicht. Machen wir natürlich nicht. Ich rühre das dann der Requisiten an noch hin. Machen wir natürlich nicht.
Geht nicht. Was könnte man machen, dass wieder mehr gewählt wird? Wie könnte man das machen? Schau mal in der Schweiz, Kanton Schaffhausen. Ganz interessant. Könnte die Wahlstrafe, das Wahlobligatorium, 3 Franken man müssen zahlen, wenn man nicht wählt. Wir haben gesagt, das ist viel zu wenig, 3 Franken. Entschuldigung, jetzt haben sie vor 3 Jahren auf 6 Franken aufgetan. 6 Franken. Hä? 6 Franken. Wir von Deville sind entsetzt, viel zu wenig, mindestens 7 Franken. Sollte es also schon sein, oder? Aber es nützt, weil die Wahlbeteiligung ist um 15% höher als beim Durchschnitt. In Thailand haben sie auch gewählt. Ja? Die haben das Alkoholverbot eingeführt während der Wahlen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das hat funktioniert. Würde bei uns höchstens wahrscheinlich im Wallis funktionieren. Da hätten wir eine größere Wahlbeteiligung. Und dann müsst ihr es nur noch lernen lesen. Und dann kommt das gut im Wallis. Sehr gut. Wie könnte man gleich noch die Wahlbeteiligung sonst noch steigern? Man hat ein paar Vorschläge aus, denke ich, und der KP. Zum Beispiel für die Jungen. Wenn sie nicht gehen, wählen, ja, dürfen sie, das ist mega hart für jemanden, der jung ist, dürfen sie nur noch mit 3G surfen. Mega hart. Ja. Oder man könnte den ganzen Stimmzettel als rubbellos gestalten. Ah. Weißt du, dass man so die Namen kann frei rubbeln kann? Ah. Weil wer rubbelt schon nicht gern? Ich rubble mega gern. Ich rubble auch mega gern. Und ich finde, Wahlen und Rubbeln sind extrem privat. Das sollte man nur im privaten Rahmen machen. Oder man könnte einfach, es gibt ja die Wahlplakate draussen, könnte man direkt auf die Wahlplakate mit einem Filzstift einfach ein Strichli machen, wenn man den wählt. Ja? Und wenn man ihn mega cool findet, einfach umfahren mit dem Offroader. Das wäre also auch möglich. Also das Wahlplakat. Der Ernst Stocker von der SVP, der hat auch eine schöne Entdeckung gemacht, eine Erkenntnis gehabt. Schauen wir mal an. Die Linken, die können besser mobilisieren. Die sind wie Feuer und Flamme für ihre Sache und säckeln mit dem Veloanhänger und mit einer anderen Kiste am Velo. Gehen die abstimmen? Und das müssen wir ihnen neidlos zugestehen. Ja, ja, die Linken. Die Linken mit den Anhängern, das machen wir gerade machen. Machen wir gerade machen. Zack, bumm. So. Lulli. Es tut mir leid, dass wir immer über die FDP und die SVP und die FDP reden, aber die haben wirklich so tolle Sachen rausgelassen. Der Rösti hat etwas ganz Tolles rausgelassen. Neben dem SRG-Quatsch hat er noch etwas erwähnt. Und zwar hat er gesagt, man müsste doch eine eigene super Idee. Wir müssen Wahlbotschafter losschicken, die so in Quartiere reingehen, mit den Leuten reden und ein bisschen orientieren an den Türen, was man wählen könnte und wieso. Ja? Also Leute, die Zeit haben, ja? Die nicht arbeiten können. Rentner. Ja? Genau, Rentner, Ausländer. Ja? Da könnte man doch so von Tür zu Tür schicken. Tönt ein bisschen nach Zeugen Jehovas. Genau, haben Sie schon mal über die Wahlen nachgedacht? Das tönt ein bisschen danach. Und auch mir ist bekannt, vorher aber nicht Zeugen Jehovas. Das hat nämlich im Januar schon mal jemand probiert, politisch zu nutzen. Schauen wir mal, wer. 74. Guten Abend, wir sind von der FDP. Wir machen Werbung für Kantonsratswahlen. Jawohl. Jawohl. Frau Huber, wir den Abstrich machen. Jawohl. Das ist also, ich weiß nicht. Ist ja extrem gut, hat extrem gut funktioniert, weil das die FDP gemacht hat. Und ist auch natürlich mega sympathisch. Beim Wähler, bei der Wählerin, wenn so Typen drinnen stehen, ganz sympathisch kommt das an. Komm, schau mal. Etwas befremdlich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Meine Tochter dachte gerade, dass die Polizei kommt. Ja, grüezi. Ja, wenn die so reinkommen mit diesen Westen, grüezi, Billigkontrolle. Was, daheim? Ja, präventiv, ja, wissen Sie. Und haben die, das so in, haben die also Daten aufgenommen und haben das so in das Handy reingetöckelt? Wie sieht es eigentlich mit dem Datenschutz aus, liebe FDP? Haben die Frau ja nicht informiert, dass da eine App kommt, dass dann nachher datenbasiert ausgewertet wird? Ja, das habe ich schon nicht gemacht, aber ich habe gesagt, wir nehmen Daten auf, oder? Für mich war das drin. Lange da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein, es ist total anonym aufgenommen worden. Ganz anonym, haben Sie gesehen, einfach die Adresse steht, Stockwerk, Seite, links, rechts, Gang. Eventuell noch ein kleines Foto, das man gemacht hat, total anonym. Unsere Webseite sos-fdp.ch tut die FDP doch bitte hier Klimafragen beantworten. Ja, toll, so, doch. Wir fassen jetzt zusammen zum Schluss, was wir jetzt erfahren haben, wie wir die Demokratie können retten können, die Wahlbeteiligung höher machen kann. Ja? Also, erst einmal, Namen der Politiker gross übersichtlich auf Wahlzettel. Vielleicht nur ein Name. Ein Name, dass man gerade vielleicht einen Namen, der mit Li aufhört. Ja? Einfach ein grosser Name, etwas gut Schweizerisch drauf. Ja. Oh, und es ist auch wirklich mühsam immer mit diesen ganzen Wahlunterlagen. Ja? Machen wir doch einfach eine Partei. Ist viel einfacher. Eine Partei, da gibt es nur eine Wahlunterlage und dann ist das klar, gibt es keine Verwirrung. Und dann könnten damals vor der Wahl so Leute vorbeikommen, ja? In so Stiefel.
Und so, die haben dann so Leuchtwesten an, beraten. Westen, weiss ich nicht, lieber so Armbinden. Armbinden wären sehr gut. Etwas Ikonisches. Ein Kreuz drauf und dann, sehr gut. Und dann kommen die vorbei, und dir sagen, was du am gescheitsten wählst. Und das Tolle ist, nach der Wahl, wenn du nicht schön gewählt hast, dann kommen sie nochmal vorbei. Ja? Und dir zeigen, dann könnten sie die Leute, die nicht gut gewählt haben, könnten sie mitnehmen. Und könnten so im Sommer, so im Jura, könnten sie so ein Camp. Ein Camp könnten sie machen. Wo so ganz konzentriert in Camp, könnten dann die Leute, die nicht schön wählen, würden dann dort sein und würden lernen, was man wählt. Ja? Aber was ist mit den Alten und Schwachen, die jetzt nicht können arbeiten können? Die Alten und Schwachen? Zum Beispiel. Ja, die müssen wir dann halt schon leider... Oder! Okay. Also gut, kommen, das ist ganz einfach. Geht bitte wählen, befreit die armen FDP-Bodentruppe und die SVP-Rentner, die da zwischen den Häusern umstreiten in der Dunkelheit von ihren traurigen Tätigkeiten. Kommt, geht wählen, es ist wichtig. Lieber Torte essen als Reiswaffeln. So.